Wohl. Scrambles. Schnell. Nein, nein, nein. Wir können den Super-Craig-Film nicht vor der Humankind-Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super-Craig im zweiten Coon & Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer. Das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch. Los, komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Mosquito. Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak-Fox-Miniserie und dem dritten Coon & Friends-Film. Glückwunsch! Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben, mehr gibt's nicht. Oh nein, 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 du bekommst keine dritte Klasse. Neuer? Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt drei Klassen. Du glaubst nur, weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Ach, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Assassine. Ein Assassine. Ob du dafür cool genug bist? Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Die ist echt dämlich. Springen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Du konntest nicht schlafen, aber es lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. Du gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und einen Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Als Assassine schärftest du deine Klingen, um das zu tun, was du am besten kannst, töten. Du verlorst keine Zeit, ein Schnitt und dein nächstgelegener Feind vergoss Blut. Blutend rief dein Gegner seine Komplizen zu Hilfe. Hey, das Balk hat ein Messer. Oh, scheiße, ernsthaft? Trotz Blutverlust schwang der Eindringling sein Brecheisen nach dir. Du musstest in die Schatten zurückweichen. Zurück in die Schatten, okay? Hey, wo ist das kleine Arschloch hin? Verblüfft suchten die Schurken nach irgendeiner Spur von dir. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Du hast dich leise für deinen nächsten Move rangeschlichen. Dein Wirbelschlitzer schleuderte Messer in alle Richtungen. Das ist für meinen Einbrecherkollegen! Dem Tode nahe stürzte sich der letzte Verbrecher blutrünstig auf dich. Oh. Handeln oder sterben, du oder ihr? Warst du schon wieder in den Schatten verschwunden? Der Junge ist so eine Art Super-Assassine. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Boah, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht. Okay, ab mit dir, Arschlord. Du hast noch eine Menge zu tun. Willst du deine Geschichte überarbeiten? Cool, arbeite weiter an dem Charakterbogen.
Blitzfreak, geh zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Wir sehen uns. Ich dürfte nach Gerechtigkeit! Ist es Zeit für Blitzfreak? Renn lieber schnell! Wir sehen uns. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Einer der Freedom Pals will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wer dringend. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn-Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Und Arsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du dir Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleite-Geier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Humankind-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, nein, lass das. Nicht! Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Kuhn and Friends sammeln. Freedom Pals antreten. Civil War 2 hat begonnen. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Das hast du verkackt, als du dich mit diesen Wichsern verbündet hast. Mikroaggression! Schlag ihn! Du bist ein Werk. Haha! Dein Zug ist futsch! Thank you.
wie der Wichser abgeht. Physischer Schaden, das Beste. Ich bin dran. Diabetes regelt das. Du bist so, als hätte das richtig wehgetan. Timmy, Timmy. Hier kommt Mysterio! Eine durchaus angemessene Gewalteinwirkung. Megafaust, Pachuru! Ach, die haben überhaupt keine Chance! Zeit für die Chopper-Party! Überaus beeindruckend, Tupperdose! Werkzeug ist bereit. Ja! Ah! Captain Diabetes macht die Fieslinge zu Hackfleisch. Schaut alle her. Ich mach gleich was. Schaut alle her. Ah! Ja. Dummkopf. Schlagen wir die Pupsköpfe. Geschieht dir recht, weil du so ein blödes Furzgesicht bist. Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Beeindruckend wie immer, Mysterion. Timmy! Lass dich nicht von Cartman täuschen! Das habe ich kommen sehen. Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Alter Verwalter, er braucht Hilfe! Gleich kommt der Schwarm! Gehabt. Wir sehen euch im Spatenprogramm. Oh ja, jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub, wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Ziehen wir das durch? Bis dann!
Du hast Potenzial. Schön, dass du in der Stadt bist. Reden wir jetzt über deinen ethnischen Hintergrund. Finden wir mal raus, was genau du bist. Weiß? Amerikanisch. Herkunft und Ethnie sind was völlig Verschiedenes. Schön, eine Reise mit vielen prachtvollen Eindrücken. Siehst du, das war doch nicht schwer. Da du dich jetzt selbst einordnen kannst, kannst du besser Leute bestrafen, die andere nicht korrekt einordnen. Gut, dass ich jetzt mehr über dich weiß. Jetzt gehen ein paar Ärsche aufreißen. Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Achtung, Kuhn-Freunde. Wir haben alle Infos und sind für die nächste Mission bereit. Alle sofort ins Kuhn-Versteck. Kuhn-Ende. Wohin des Wegs? Läuft gut, Wunderarsch. Bitte schön. Diabetes? Aus dem Weg! Okay, tschüss! Scrambles. Schnell. Captain Diabetes. Na endlich, da bist du ja. Setz dich, Arschlot. Okay, Leute. Classy hat Arschlot verraten, dass unsere nächste Spur zum U-Storage führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. Das ist unmöglich. Warum denn, Mosquito? Weil der Eingang vom U-Storage komplett aus Lava besteht. Der ganze scheiß Eingang ist Lava? Fuck. Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Eselficker damit zu tun? Toolshed hat doch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Hey, und Toolshed hat gesagt, er schuldet Wunderarschen Gefallen. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlord. Super Craig, schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht an U-Storage. Alle ab ins Bett! Nacht, ein Satz für die Kuhfreunde. Geh nach Hause, Arschlord. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später mit dir. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl.
Guido. Tom King sei für die als Muggler. Tegra brei schnappe rechi, freudek die Meschi, am Sazi, rach mehr rira, treif die Slimo. Bama, bama, famasa, hondo, famuul, se mazan, rababa, trisama. Wilse nen tako no bula, slapsin knacko mo di. Warum hast du dem Schuldirektor gesagt, welcher Rasse wir angehören? Das habe ich nicht. Das war unser Kind. Aber du hast es bestätigt, dass der Direktor angerufen hat. Jetzt kann jeden Moment alles auffliegen. Unser Kleiner ist verletzt, kapierst du es nicht? Er fragt nach seiner Rasse und seiner sexuellen Orientierung, weil er verwirrt ist. Die Verwirrung war gewollt. Je näher unser Kind der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für uns alle, du blöde Fotze. Hey, sieh mal, wer da ist. Warst du draußen spielen, Schatz? Dein Essen steht auf dem Tisch und dann ab ins Bett. Du hast morgen Schule. Ja, du hast morgen Schule. Ja. Was auch immer da drin ist, es macht dich komplett irre. Irre? Welche Irre verrät an allen, wer unser Kind ist, nachdem wir endlich untergetaucht waren? Wehe, du pfeifst dir jetzt wieder irgendwelches Zeug rein. Hey, hör mal, Schatz, wir haben nie drüber geredet, aber deine Mutter und ich sind sehr stolze Amerikaner. Jetzt schlaf gut. Die Nacht legt sich über die Stadt wie ein fetter Scheißhaufen. Der Gestank von Gier, Korruption und Verbrechen füllt die Straßen und macht sie unsicher. Und nur ein Team wird mit Scheißhaufen fertig. Coon and Friends. Hashtag Scheißhaufen den Perls. Nicht mit mir! Verdammt! Es ist gefährlich! Sie lauert! Sieht man sich wieder. Ich muss unsere Differenzen beiseite schieben. Diese Stadt ist in Gefahr. Und sie braucht Tusche. Wisst ihr? Okay, mir nach zum Chaos-Versteck. Du willst sicher meine Hintergrundgeschichte hören. Als ich noch ein Kind war, hat mein Vater in der Garage getüftelt. Bei einem heftigen Sturm hat ein Blitz ihn von seiner Werkbank weggefegt. Ich wollte ihm helfen, doch dann hat ein weiterer Einschlag seine Werkzeuge mit meinem Körper verschmolzen. Ich wurde ein Superheld. Und mein Vater geistig behindert. Da hast du es, verdammte Bitch! Warum bist du... Warum scheißt du dir nicht einfach ins Gesicht? Nimm das, du Hure! Randy, hör jetzt sofort auf, mein Auto zu zerkratzen! Okay. Irgendwas stimmt nicht. Mein Vater benimmt sich noch dümmer als sonst. Vielleicht will Toolshed seinem Vater helfen, weil er ihn damals nicht gerettet hat. Und was ist mit dir? Ist deinen Eltern auch irgendwas passiert? Schon okay, ich verstehe, wenn du nicht darüber reden willst.
Das ist Mysterions Versteck. Hier gibt's eine Abkürzung in den Norden der Stadt. Hier lang, mir nach! Durch den Schrank führt eine Abkürzung. Es wird Zeit, dir mein mächtigstes Werkzeug zu zeigen, den Sandblaster. Seine Kraft bewältigt fast jedes Hindernis. Schalt ihn an, dann siehst du meine Kräfte. Das ist Mysterions Geheimtunnel. Oh, die Typen versperren uns den Weg. Wir müssen irgendwie an ihnen vorbei. Was wollt ihr? Sodo Sopa gehört uns! Diese Kiste ist unser Geheimtunnel und wir müssen da jetzt sofort durch. Euer Geheimgang ist unsere Veranda! Okay, wir müssen uns wohl durch die Kerle durchbohren. Euch zeigen wir es! Wollt ihr wissen, was wir mit Eindringlingen machen? Durchbohren sollte sich irgendwie nach Werkzeug anhören. War wohl ziemlich weit hergeholt. Es gibt nicht unendlich viele Werkzeugsprüche, okay? Wir nehmen die Typen in die Zange! Was denn später was? Ja, machen wir sie platt! Wir lassen uns nicht weggentrifizieren. Feuer frei! Das war meine Bohrschleuder! Willkommen in meiner Welt, Hausbesitzer! Vielleicht nächstes Mal. Die machen wir platt. Laserbohrer! Ich werde echt schräge Sachen mit deiner Leiche anstellen. Habt ihr Kleingeld für meine Arztrechnung? Okay, du bist dran. Yo! Die sind im Arsch! So geht's! Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung! Warum? Gut gemacht, zurück zu unserer Mission!